Guten Abend, meine Damen und Herren, verehrter Herr Präsident, lieber Herr Kreuzer, oder sollte ich sagen, wieder Kreuzer, ich gratuliere Ihnen, lieber Herr Joos, noch einmal, meine Damen und Herren, seien Sie willkommen. Ich wollte mich gleich bedanken, dass ich für heute Abend von der Geschäftsstelle sehr eng definiert zeitlich mir die Ehre erwiesen haben, diesen Ort hier Ihrem Balkon vorgezogen haben. Ich bringe Grüße aus Mainz, aber ich sage gleich, dieser dunkle Himmel, dieser Gewitterhimmel hat mit dieser Frage nichts zu tun. Und diese Frage zielt auch nicht auf die Antwort der Philosophie und zielt auch nicht auf die Antwort der Finanzwissenschaften, sondern diese Antwort hat mit diesem Dreieck zu tun. Der Ingenieur würde herangehen und etwa die technischen Wirkungsgrade von Umwandlungsprozessen ausrechnen. Der Physiker würde etwa die spezifische Speicherkapazität einer Batterie messen. Ja, der politische Entscheidungsträger würde vor allen Dingen überlegen, wie es denn um die Durchsetzbarkeit einer Maßnahme bestellt ist. Alle brauchen, aber haben keineswegs immer das Bewusstsein, dass wir in einer stofflichen Welt leben, in einer Welt von Materialien. Und ich kann hier erst einmal eine Autorität zitieren, wobei sie zugegeben, dass etwas anders meint als ich, gehen wir deshalb einen Schritt handfester. Eiji Kobayashi, Forschungsleiter von Panasonic, drückt das aus, was mir auf der Seele liegt. Jegliche Technologie hängt von den zugrunde liegenden Materialien ab, aber die muss jemand machen. Und deshalb finde ich die Kompetenz des Chemikers hier durchaus am Platze. Ist es denn nicht bezeichnend, dass wir geschichtliche Epochen nach der Art des vorherrschenden Materials benennen? Das Material für Werkzeug, für Gebrauchsgeräteerzeugung, ist es denn nicht verrückt, dass das dann auch die Überlegenheit der einen Zivilisation über die andere definiert? Und nun heutzutage wird gesagt, und viele unterstützen das, dass wir uns dem Kohlenstoffzeitalter nähern. Und das führt mich auf meine Titelfrage zurück. Nun muss ich Ihnen einige chemische Strukturen zumuten. Und ich finde es faszinierend, dass nur aus dem Element Kohlenstoff eine solche Strukturvielfalt resultiert. Sie kennen alle den Graphit, das heißt, diese übereinander geschichteten Lagen von Sechseck-Honigwaben, die einzelne Schicht da heraus wäre das Graphen, mit dem wir uns noch sehr befassen werden. Sie kennen den Diamant, Sie haben von Kohlenstoffröhrchen, von Kohlenstofffußbällen gehört. Anders als diese geordneten Strukturen gibt es undefinierte Strukturen wie den Ruß. Und hier ist die andere Sache. Diesen unterschiedlichen Strukturen, davon lebt die ganze Chemie, kommen völlig unterschiedliche Funktionen zu. Im Graphit können die Schichten übereinander gleiten. Graphit ist ein Schmiermittel. Aber wenn wir weitergehen, die einzelne Schicht, diese Honigwabe, wird noch zu einer Reihe von Superlativen Anlass geben. Ich muss diesen Punkt hier nicht weiter erklären, aber das ist ein sehr hartes Material. Und ich füge hinzu, es gibt die Nanodiamantstrukturen, die man für eine zukünftige Sensorik oder Kryptographie benutzt. Das hier ist das Gegenbeispiel, soll ich sagen, schwarzer Dreck, amorphes Pulver, Produkt der unvollständigen Verbrennung, etwa von Erdölmaterialien. Klar, würden wir sagen, nicht kristallin, nicht physikalisch relevant. Aber die Tatsache, dass Ihre Autoreifen mehr als eine halbe Stunde laufen, liegt nicht an dem Synthese-Kautschuk, sondern liegt daran, dass dem wenige Prozent Ruß zugemischt wurden. Mechanische Verstärkung. Und das Gleiche gilt, Sie haben sicherlich von Carbonfasern gehört. Wir brauchen leichtgewichtige Materialien, die mechanisch verstärkt sind. Und will ich nicht behaupten, dass die Welt auf bessere Golfschläge gewartet hätte, aber
wenn Sie vielleicht sich erinnern an den Grovian, der einen Haufen Geld gekostet und nie funktioniert hat. Warum? Sie brauchen eine große Spannweite, um möglichst viel Energie einsammeln zu können, Windenergie. Aber mit Metall lässt sich das Ding nicht konstruieren. Sie brauchen leichtgewichtige, aber mechanisch verstärkte Polymere. Nun habe ich Ihnen ja schon viel zugemutet im Augenblick. Das Motto dennoch gilt für heute Abend, Johannes 14, fürchtet euch nicht. Ich bin bereit, alles noch einmal was genauer zu erklären. Sie können mich gerne unterbrechen, zeigen Sie Zivilcourage. Und im Übrigen, wenn es dann doch ein bisschen speziell wird, werden Sie angemessen vorher gewarnt. Konfuzius sagt, wenn die Begriffe nicht klar sind, gibt es Verwirrung. Wenn es Verwirrung gibt, gibt es Streit. Wir wollen die Begriffe klären. Was sind Polymere? Polymer, viele Einheiten. Makromoleküle, das sind die Bausteine unseres Lebens. Polysaccharide gibt es aber als Zellulose, als Stärke, sind Energieträger. Aber interessant finde ich, dass man schon seit früher Zeit Makromoleküle, Kautschuk ist ein Naturstoff, bis wir ihn dann aus Butadien oder Isopren synthetisch gemacht haben, dass wir die auch als Materialien benutzt haben. Demgegenüber, das kennen Sie alle, und ich finde es lustig, dass Ihnen das bekannt ist unter Ihrem Handelsnamen. Vielleicht sollten wir ein bisschen genauer hingucken. Teflon, das ist Ihnen sicher geläufig, wir werden uns an das Älteste sicherlich noch erinnern. Auf das Polyethylen wird noch zu sprechen sein. Wie macht man Kunststoffe? Klar, das Wort Plastik klingt so ein bisschen herabmindernd, meint aber im Grunde nur die Verformbarkeit, also eine mechanische Eigenschaft. Aus Öl wird etwa Ethylen gewonnen, das wird polymerisiert, das ist in unserem Labor ein Synthesestand. Das ist gar nicht so trivial, weil Sie auch Nanotechnologie betreiben müssen. Aber ich weiß, was Sie im Hinterkopf haben. Natürlich, und das ist mir bewusst und ich will das nicht negieren, dass die leichte Verfügbarkeit dieser Stoffe auch zu unserer Tendenz, leichtfertig damit umzugehen, beigetragen hat. Ich muss nur hinzufügen, die technischen und wissenschaftlichen Voraussetzungen für Recycling, für Bioabbaubarkeit sind alle größten. Da haben wir nichts mehr zu tun. Die Frage ist eher, wie wir gesellschaftlich damit umgehen. Und im Übrigen, und glauben Sie mir, zu diesem Thema habe ich zwei sehr intime Beziehungen, gibt es Polyethylen auch für andere Zwecke als die Plastiktüte. Und ich will noch einen Schritt weiter gehen. Und ich meine, ich hätte Professor Jahn von der BASF gesehen, der das ausgerechnet hat. Und es wird ja dadurch nicht falsch, dass es von der BASF stammt. Wenn wir mit Glas verpacken, dann transportieren wir ein hohes Gewicht an Verpackung. Das heißt, die Sache ist viel komplizierter. Und gehen Sie mit der Aluminiumkanne beim Aldi die Milch holen? Ich könnte noch viele andere Beispiele nennen, möchte aber jetzt auf die Begriffe zurückkommen. Makromoleküle, die Aneinanderreihung von Wiederholungseinheiten, das wäre die Glucose, hier die Zellulose, das war das Ethylen. Und hier kommt etwas Besonderes hinzu. Und diesen Sonderfall will ich Ihnen jetzt einmal zeigen an diesem Sechsring, den wir schon kennengelernt haben als Baustein der graphenischen Honigwabe. Was die Polymerchemie typischerweise tut, sie heftet Wiederholungseinheit an Wiederholungseinheit, sie macht lange Ketten und dadurch entsteht ein großer Bereich nun beweglicher, anregbarer, polarisierbarer Elektronen. Und das qualifiziert dieses Makromolekül, anders als das Polyethylen, mit Licht in Wechselwirkung zu treten, zum Beispiel farbig zu sein oder mit Ladung in Wechselwirkung zu treten. Wir reden von sogenannten Redoxreaktionen. Und klar ist doch an dieser Stelle, dass das genau die Phänomene sind, über die wir unter dem Aspekt der Energietechnologie reden müssen. Und das werden Sie gleich sehen.
Ich muss aber noch eine Definition nachschieben. Das ist die Dimensionalität einer Struktur. Wir haben bisher über Ketten gesprochen, 1D. Wir haben über Scheiben gesprochen. Sie werden ganz am Ende sogar dreidimensionale Makromoleküle kennenlernen. Und die Dimensionalität hat dramatische Konsequenzen für zum Beispiel die elektronischen, optischen und die Wärmeleitfähigkeitseigenschaften. Und hier ist er, der Wunderstoff. Das Lustige ist, den gab es schon länger. Die Eigenschaften, bestimmte Eigenschaften, Quantum Hall Effekt, hohe Ladungsträgerbeweglichkeit, sind von Geim und Novoselov, Physikern, beschrieben worden. Und diese Entdeckung ist auch durch den Nobelpreis ausgezeichnet worden. Sie werden sehen, dass uns diese Eigenschaft und diese Eigenschaft, weniger die mechanischen Eigenschaften, sehr beschäftigen werden. Und insofern liegt ein kleiner Widerspruch in dem, was ich angekündigt habe. Viele Kohlenstoffmaterialien sind kohlrabenschwarz. Graphen als ein Atom dicke Schicht kann, wenn man es richtig macht, auch transparent werden. Und das Machen, das ist mein Stichwort. Materialien wachsen mit bestimmten Ausnahmen nicht auf Bäumen, die muss jemand herstellen. Nun haben Sie vielleicht Vorstellungen, was ein Chemiker macht, der geht oft in Deckung und es stinkt und es knallt. Dummes Zeug. Das, was in einem Labor geschieht, ist in den meisten Fällen wohl überlegt und ich gebe Ihnen einige Beispiele. Wir starten von Graphit und schalten eine Graphitschicht als Elektrode. Und was passiert? Es entwickelt sich ein Gas und es lösen sich Flocken, die wir nun als Einschichtmaterialien identifizieren können mit bestimmten Methoden. Es lösen sich Flocken ab. Ich rede hier zu gut Deutsch von Top-Down, weil wir vom Material beginnen und, naja, vielleicht vornehmer gesagt, exfoliieren. Die Alternative, ich muss Ihnen hin und wieder eine solche Formel um die Ohren hauen, das ist ein bestimmtes von Bastian Dumslav synthetisiertes Molekül, sehen Sie die 6 Ringe, das wird polymerisiert, das ist aber noch dreidimensional und wird in die Ebene gebracht. Deshalb, wenn wir diese Streifen anschauen und die werden uns noch beschäftigen, das ist die vereinfachte Methode. Für Sie angemessen beschrieben. Wir gehen von 3D in 2D. Wir nennen das etwas vornehm Vorläuferroute, weil wir die 3D-Strukturen gut machen können und diese 3D-Struktur definiert nach Form, Größe, Kantenstruktur, was wir in 2D wollen. Also Bottom-up hat nichts mit meinen Trinkgewohnheiten zu tun, sondern bezieht sich darauf, dass wir von kleinen Strukturen aufbauen nach oben gehen. Und das hat dann dazu geführt, ich habe für ein paar Jahre dort das Labor geleitet. Es war nicht so erfolgreich, was daran liegt, dass unsere Zeitskalen von Forschung unterschiedlich waren. Wir werden uns über 2 Dinge unterhalten müssen, die Energietechnologie und dann die Elektronik. Aber abschließen möchte ich, indem ich Ihnen in einem Bild erkläre, was der Materialforscher macht. Er gleicht in meinen Augen dem Töpfer. Was braucht er an Qualifikation? Er braucht eine handwerkliche Geschicklichkeit. Das sind Experimente, die im Glas, im Autoklaven im Kolben durchgeführt werden. Er braucht eine schöpferische Fantasie. Er muss ja die Form und Funktion, denken Sie nochmal an die Kunststoffmaterialien, die Form und Funktion vorwegnehmen können. Und er braucht einen Rohstoff. Und das habe ich Ihnen gezeigt. Wir können von Graphit, wir können von kleinen Benzolkörpern ausgehen. Jetzt wäre alles, Begriffe sind klar, es wäre alles soweit. Aber ich erlaube mir doch eine kleine Exkursion.
Ich denke, dass wir in Deutschland nicht schlecht aufgestellt sind. Das könnte ich an einigen Kriterien erklären, aber das ist unser Problem. Da sind andere sehr viel effizienter. Und Sie wissen, dass es bei uns diese große Diskussion gibt. Die einen sagen, Anwendung ist der Sündenfall der Grundlagenforschung. Und ich gebe ja zu, Grundlagenforschung wird nicht dadurch besser, dass sie angewandt werden kann, aber sie ist auch nicht der Sündenfall der Grundlagenforschung. Und wenn Sie etwas in der Hand haben, was einem Menschen hilft, wäre es verantwortbar, es nicht anzuwenden. Aber das Problem reicht viel tiefer. Wir haben in unserer Öffentlichkeit eine bestimmte Sprachregelung. Worte wie künstlich, synthetisch, chemisch, industriell gelten als negativ besetzt. Der Begriff Natur kann jederzeit einen Imagegewinn hervorrufen, garantiert ohne Chemie. Was ist dazu zu sagen? Na, ich nehme nur ein Beispiel, könnte aber mehr Beispiele bringen. Die Stoffwechselprodukte der Schimmelpilze sind die Aflatoxine. Schlimme Lebergifte. Das Schlimme ist aber auch, dass sie schon entstehen, wenn sie, klar würde niemand das zum Genüsse verwenden, aber sie entstehen auch schon, wenn sie den Schimmelpilz noch nicht sehen. Aber sie haben die sichere Gewissheit garantiert ohne chemische Stabilisierung. Das ist das Problem. Aber es kommt noch schlimmer. Und das Schlimme ist, dass mir dieses Buch gut gefallen hat. Aber welche Ignoranz, lesen Sie. Also ich hatte das Buch in der Hand, ich wusste nicht, was tun. Ich behaupte, Chemie und Naturwissenschaft müssen zu unserem Bildungskanon gehören. Sie sind Bildungsauftrag, aber eben auch Technologiegrundlage. Aber ob das nun ein Krebsmittel, ein Katalysator für eine Brennstoffzelle, darüber werden wir ja reden müssen. Eine Gesellschaft, die in Neuem hauptsächlich Risiken und weniger Chancen sieht, die wird auf die Dauer Probleme kriegen. Wort zum Donnerstag. Und jetzt geht es zur Energietechnologie. Das ist die Situation. Wir haben ein Problem. Ich muss Ihnen das nicht erklären. Natürlich kann man das jetzt mit vielen Tabellen belegen. Ja, Sie sagen noch, es gibt doch noch immer wieder viel Öl oder gibt es Schiefer und was auch immer. Denken Sie an das, was Stephen Chu gesagt hat. Die Steinzeit wurde nicht abgelöst, weil es keine Steine mehr gab. Wir müssen uns um bessere Lösungen bemühen. Nun haben wir halt einen herausragenden Politiker, der die Realitäten nicht zur Kenntnis nimmt. Und die Erwärmung ist Realität. Das muss ich Ihnen, glaube ich, nicht erklären. Ergo, wir müssen uns besinnen und wir brauchen alternative Herangehensweisen. Wo sind die Probleme? Nun, erstens, wir leisten uns, es kommt verdammt, zwei separate Systeme. Und nur ein System beruht auf erneuerbaren Energien. Das eng damit zusammenhängende Problem ist die Tatsache, dass in der Regel die Energie nicht da anfällt, wo wir sie benötigen. Und das führt zum Problem des Transports und zum Problem der Speicherung. Wenn Sie sich eine Solaranlage aufs Dach bauen und Sie speisen ein, kriegen Sie ein paar mickrige Cent. Wenn Sie eine Woche später beziehen, ist es noch viel mickriger. Nein, mickrig nicht, aber der Preis ist hoch. Das heißt, hätten Sie auch eine effiziente Speicherung, sähe das ganze Kalkül völlig anders aus. Jetzt sagen Sie, Speicherung, ich habe doch Batterien. Ich glaube nicht, dass wir, mich hier zurückziehen. Ich glaube nicht, dass wir das Problem der Energiespeicherung mit elektrischen Methoden lösen können. Und ich darf am Rande erwähnen, die Max-Planck-Gesellschaft hat ein Institut eingerichtet, das sich eben mit chemischer Energiespeicherung befasst, also in Form energiereicher Stoffe, zum Beispiel Methanol. Aber was Sie natürlich dafür brauchen, ist ein Stoff. Das ist der Wasserstoff. Den brauchen.
Jetzt werden Sie sagen, na ja, nehmen wir doch Wasser und wird schön elektrolysiert. Das wissen wir seit 140 Jahren. Nur, das ist doch keine Lösung, wenn wir die elektrische Energie erstmal wieder hineinstecken müssen. Ergo, wir haben drei Probleme. Die Frage der Energieeinsparung, vom Herrn Präsidenten eingeführt. Die Frage der Energieumwandlung, sagen Sie nie Energieerzeugung, das wäre dummes Zeug. Energie wird nicht erzeugt, Energie ist immer schon da. Es geht um die Energieumwandlung. Oh, hallo, um die Energiespeicherung in gleichem Maß. Also ich rede über das Erste zuerst, klar, warum auch nicht. Aber nichts geht ohne innovative, und dann reicht es aber auch, Materialkonzept. Wir sind uns einig, das wäre dann nicht so die Lösung. Wir wollen ja weitermachen, aber zum Beispiel die Wärmeisolation. Von ungeheurer Bedeutung, dafür braucht es etwa, man kann es mit unterschiedlichen Methoden machen, sehr poröse Nanotechnologie, sehr poröse Stoffe, wie etwa das Polystyrol. Aber ich möchte ein bisschen über die Low-Tech-Methoden hinaus. Sehen Sie, in einem Motor oder im Getriebe, 50% des Treibstoffes gehen durch Reibung verloren. Von der Abrieb wollen wir gar nicht reden. Und deshalb geht es um die Frage, ob wir Konzepte entwickeln, völlig neue Konzepte, durch die wir die Reibung vermeiden können. Ganz ehrlich gesagt, als das Projekt startete, wusste ich nicht immer, was Superlubrizität ist. Aber es braucht die richtigen Materialien. Zum Beispiel solche Streifen aus Graphenschichten, die wir nun mit der Spitze einer Rastersonde hin und her schieben, die Reibung messen, ohne Rekonstruktion der Oberfläche natürlich, um zu fragen, wann verschwinden die Reibungskräfte. Energieeinsparung. Aber wir haben gesagt, es gibt keine neue Methode ohne den Wasserstoff. Den brauchen wir. Darf ich Sie ganz behutsam darauf aufmerksam machen, dass Wasserstoff und Wasser ja doch unterschiedlicher Natur sind. Aber wenn wir eine Brennstoffzelle einsetzen, machen wir im Grunde das, was der Lehrer gemacht hat. Nämlich wir machen eine Knallgasreaktion aus Sauerstoff und Wasserstoff. Ich sage noch einmal, wir hätten ihn dann vorher. Ich komme darauf aber noch zurück. Das heißt, die Brennstoffzelle macht ohne Explosion in kontrollierter Weise die Umsetzung von Sauerstoff und Wasserstoff zu Wasser unter gleichzeitiger Entstehung elektrischer Energie. Zwei Materialprobleme. Wir brauchen eine Membran, die Protonen leitet. Und ich darf Ihnen sagen, das ist kein Geheimnis, dass große Firmen daran gescheitert sind. Und wir brauchen einen Katalysator. Jetzt sagen Sie, oh, wir haben doch Platin. Jetzt gucken Sie hier. Wie viele Autos wollen wir betreiben mit einer Brennstoffzelle? Dann sage ich Ihnen, so viel Platin hat die Welt mit Sicherheit nicht. Aber wir hatten Glück. Das hatten ursprünglich Rechnungen vorausgesagt. Wenn Sie in diese Scheibe Stickstoff einbauen können, aber bitte schön an die richtigen Stellen, dann wird der katalytisch wirksam. Verrückt. Aber es ist so. Jetzt, ich habe gesagt, der Chemiker ist dafür da, Ihnen die Dinge zu machen. Wir brauchen halt einen Vorläuferstoff da, der den Stickstoff enthält und der den Kohlenstoff enthält. Und ich darf noch etwas hinzufügen. Wir brauchen quasi ein Templat, ein Gerüst, weil wir auch die Morphologie im Festkörper, die Porosität steuern müssen, das heißt die elementare Zusammensetzung und die Porosität, weil ja die Gase auch an- und abtransportiert werden müssen. Das ist High-Chem, das ist chemische Kunst. Ich hatte Ihnen gesagt, elektrisch Wasserstoff erzeugen ist dummes Zeug, aber wenn wir es mit Licht machen können, dann haben wir auf diesem photokatalytischen Weg eine Revolution. Wir nehmen wieder Graphene, aber wir machen sogenannte Hybride. Wir
kombinieren einen anorganischen mit einem organischen Kohlenstoffteil. Das ist die Visualisierung porösen Struktur. Das zeigt Ihnen die Schichtabstände. Ich komme zum dritten Thema, der Energiespeicher. Sie haben vielleicht gehört, dass eine Batterie und ein Superkondensator unterschiedliche Dinge sind. Ich glaube, ich sollte es kurz erklären. Eine Batterie macht eine chemische Umwandlung. Wenn Sie so wollen, es pumpt ein Lithium-Ion in ein Lithium-Metall und umgekehrt. So wie wenn Sie Wasser hochpumpen, wenn Sie dann Energie haben und lassen irgendwann das Wasser wieder hinunterlaufen, um die gewonnene potenzielle Energie wieder freizusetzen. Das tun wir in der Batterie mit einer chemischen Reaktion. In einem Superkondensator geht das anders. Wir speichern elektrisch zwischen zwei Doppelschichten, das heißt, wir trennen Ladung und lassen sie rekombinieren. Ich will an der Stelle nicht mehr sagen, außer dass es nicht nur um hohe Energiedichten geht, sondern auch um kurze Be- und Entladezeiten. Dann ist zwar die Energie geringer, aber dafür ist die Leistungsdichte höher. Und damit müssen wir jonglieren. Am besten wollen wir natürlich beides. Da sind wir. Oben rechts möglichst hohe Leistungsdichte und möglichst hohe Energiedichte. Ja, schauen wir mal genauer zu. Und ich darf es noch einmal sagen, es geht um die Art des Materials. Was machen die meisten Batteriebauer übrigens? Finden Sie es nicht auch verrückt, dass die berühmten deutschen Autobauer es bis jetzt nicht geschafft haben, eine industrielle Batteriekapazität aufzubauen? Das hat LG Chem in Daejeon in den 90er Jahren gemacht. Na gut, ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber Sie sehen hier, Graphit ist ziemlich dumm als Anode, weil die Kapazität gering ist. Ja, gehen wir doch auf anorganische Stoffe. Die haben nur ein Problem. Sie beladen, sie entladen, sie schieben Ionen in die Zwischenräume unserer Honigwaben und am Ende liegt das ganze Zeug als Matsch auf dem Boden ihrer Batterie. Warum? Weil es morphologisch nicht stabil ist. Was haben wir gemacht? Schauen Sie her. Wir haben etwa den anorganischen Stoff, so wie Sie ein Bonbon in Papier, ein Bonbon schön in Papier einwickeln, aber nicht ganz dicht. Wir haben Graphen da herumgewickelt und wir nehmen das Beste aus zwei Welten. Die hohe Kapazität des anorganischen und die Stabilität des organischen Teils. Ich fasse so weit mal zusammen. Ich habe das hier mal in Anführungszeichen gesetzt. Wie definieren wir bei der Speicherung Effizienz? Wir wollen in möglichst Effizienz heißt ja in dem Fall Speicherkapazität pro Masse oder pro Volumen. Das heißt, wir wollen in möglichst geringer Masse möglichst viel Ladung speichern, aber wir wollen sie auch schnell be- und entladen. Nun kommen, ich darf das am Rande erwähnen, die Kühlung aller Rechenanlagen in Deutschland braucht Energien im Äquivalent einer Großstadt. Das heißt, Effizienz heißt auch Wärmebildung vermeiden. Effizienz heißt aber auch da, wo wir etwa Licht erzeugen, müssen wir das mit einem glühenden Metalldraht machen. Wenn wir aus Sonnenlicht Energie erzeugen, wollen wir ja pro hereinkommendem Photon möglichst viele Ladungen erzeugen und das führt uns automatisch auf die Elektronik. Ich glaube, diese drei Elemente kennen Sie. Ich mache es kurz. Licht hinein, Ladung heraus. Leuchtdiode, das Gegenteil. Ladung hinein, die kombinieren, treffen sich, es entsteht Überschussenergie und die wird als Licht abgesendet. Ein Feldeffekttransistor, Sie werden es sehen, ist im Grunde ein Schalter.
Sie verstärken oder unterbrechen Strom. Und bitte, wir wollen das möglichst schnell machen in Schaltungen. Aber immer stehen Materialien in Konkurrenz zueinander. Wir haben schon über Graphen gesprochen, wir haben über die linearen Ketten gesprochen, aber viele sagen, es gibt keinen besseren Halbleiter als Silizium. Ich werde auf diese Frage kommen. Also, das ist eine Frage der, zu gut Deutsch, Leistung im Bauelement versus die Kosten. Aber schauen wir etwas genauer hin. Alle diese Bauelemente brauchen Elektroden. Eine Elektrode ist notwendigerweise leitfähig, aber sie brauchen auch Transparenz. Licht muss ja durch. Und man nimmt, und dann sind wir wieder bei der Frage, haben wir genug davon, Indium-Tin-Oxide, ITO, aber erneut, inzwischen werden aus den Bauelementen die Elektroden herausgepiddelt, um wieder Indium zurückzugewinnen. Wir haben nicht genug davon. Wir haben in 2008, das war in der Ära vor Xinliangfang, eine Arbeit publiziert, nämlich Graphene als Fensterelektroden zu verwenden. Die Arbeit wird zitiert wie verrückt, weil sie das neue Feld begründet hat. Inzwischen macht das Samsung über chemische Dampfabscheidung. Wir hatten diese Technik damals noch nicht. Die BASF ist noch nicht so weit. Ja, das muss ich Ihnen nicht erklären, dass wir, wenn wir die Sonnenenergie in elektrische umwandeln und wenn wir es mit Kohlenstoffmaterialien machen, wir aber keine CO2-Nebenprodukte bilden. Das kennen Sie auch in der Elektronik. Dieser Herr muss sich ja schon ganz merkwürdig vorkommen. Wir müssen also effizient hier Ladung in Licht umwandeln. Das ist kompliziert, weil wir nicht nur diese Ladung-Lichteffizienz beherrschen müssen, sondern die Auskopplung. Wir müssen reine Farben erzeugen können, wir müssen sie überlagern können. Denken Sie an das Fernsehen. Also technologisch kompliziert, aber ich sage Ihnen noch einmal, nach wie vor hat die ganze Bauerei, das sind also hauptsächlich Panasonic, Sony, LG Chem und Samsung, andere nicht, das Problem, dass das Blau nicht stabil genug ist. Wir sind dran, wir brauchen stabile blaue Emitter, nach wie vor ein technologisches Problem. Jetzt kommen wir noch einmal, wie hatte ich gesagt, auf den Schalter. Was da passiert? Wir lassen durch einen Halbleiter zwischen zwei Elektronen, hier in gelb gezeichnet, Strom fließen. Und wir haben eine weitere Elektrode, sagen wir Gatter oder Gate, mithilfe dessen wir diesen Halbleiter und den Strom kontrollieren. Sehen Sie hier, es werden Streifencodes ersetzt, es werden Pixel angesteuert, auf andere Aspekte will ich nicht eingehen. Der wird zu Millionen jeden Tag gemacht, meistens auf Basis von Silizium. Und nun komme ich auf das Problem. Und ich gehe vielleicht gleich einen Schritt weiter. Natürlich kann man sagen, wunderschön. Silizium hat eine geringe Exzitonenstabilisierungsenergie. Silizium hat eine hohe Ladungsspeicherkapazität, eine hohe Ladungsträgermobilität. Aber es gibt Probleme. Ich bin nicht der Experte der Bauelementfabrikation. Aber es gibt Leute, die sagen, dass eine auf Silizium geschützte CMOS-Technologie an ihr Ende kommen könnte. Ergo, wir brauchen neue Halbleiter. Nun muss ich Ihnen noch eine Information hinzufügen. Dieser Schalter muss möglichst schnell umzulegen sein, leuchtet ja ein. Dafür muss die Ladungsträgerbeweglichkeit ganz hoch sein. Sagen Sie, ja doch, prima, im Graphen ist das der Fall. However, Graphen hat eine hohe Ladungsmobilität, das heißt, die Ladungen laufen schnell dadurch und umso schneller können sie schalten. Aber, und wenn man ein Zustandsdiagramm aufstellt, das sind die besetzten Energieniveaus, die unbesetzten, es gibt keine Lücke. Die ganze Elektronik beruht darauf,
dass es eine Energielücke, zu gut Deutsch, ein Bandgap zwischen diesen Zuständen gibt. Und warum ist das so wichtig? Nun, in Ihrem Schalter wird immer Strom fließen. Das heißt, wenn Sie mit einem Schalter zufrieden sind, der immer an ist, dann können Sie weitermachen. Sonst haben Sie ein chemisches Problem. Und das lösen wir, indem wir die tollen Eigenschaften des Graphens beibehalten. 1D ist keine Lösung, aber wir nehmen eine Pseudo-1D-Struktur. Wir reden von Graphen-Nanostreifen, die wir strukturperfekt und ungefähr 1 Mikrometer lang machen können, damit sie den Kanal zwischen den Elektroden überspannen können. Wie macht der Chemiker das? Nun, sehen Sie hier die Farbstoffe, und wir können dieses N größer und größer machen, und das Denken in Schritten ist für uns typisch. Wir sagen, wir bilden homologe Reihen. Ich will hier nicht darauf eingehen, dass diese Stoffe ganz besondere Eigenschaften haben, die aber, sehen Sie, größenabhängig sind. Das ist einfach die Länge der stehenden Welle, der Elektronenzustände. Aber was bei der BASF eine große Bedeutung gewonnen hat, dass einige dieser Stoffe nahes Infrarot absorbieren, aber im Sichtbaren transparent sind. Das heißt, wir haben Glas in der Architektur oder im Auto und Wärmestrahlung ist NER-Strahlung, es wird absorbiert, aber das Fenster dunkelt nicht nach. Die Alternative sehen Sie hier, und können Sie sich noch erinnern, was wir machen wollten? Von 1D, das ist der 1D-Vorläufer, wir bügeln das Blatt. Es ist nicht ganz so einfach, aber es geht. Das heißt, wir synthetisieren Graphen-Nanostreifen. Ich will Ihnen gleich noch was dazu sagen. Wir haben das Problem, dass die Physiker das auch machen wollen. Zum Beispiel nehmen sie energiereiche Strahlung und schlitzen eine Kohlenstoff-Nanoröhre auf. Sie können das vergessen, weil es keine Strukturperfektion gibt. Nur der Chemiker kann die definierten Kanten erzeugen, und das haben wir gemacht, die dafür nötig sind. Ich zeige Ihnen aber hier noch eine andere Syntheseweise. Und ich will Ihnen auch erklären, wie das entstanden ist. Wir sagen, wir machen ganz lange Streifen als Ersatz für Silizium, als die Halbleiter, die zukünftige Generation von Halbleitern. Aber wir wollen das Zeug doch sowieso auf der Oberfläche. Dann machen wir es doch gleich auf der Oberfläche. Und es gibt eine Methode, die sogenannte Rastertunnelmikroskopie, die uns erlaubt, das ist verrückt, im realen Raum dieses Molekül von 0,5 Nanometer zu sehen. Das habe ich nicht erfunden. Sie wissen, dass Binnig und Rohrer dafür ausgezeichnet worden sind. Aber ich will Ihnen jetzt vorstellen, wie wir Streifen machen, das da, möglichst lang, aber völlig strukturperfekt. Wir lassen im Hochvakuum kleine Bausteine auf die Oberfläche fliegen. Rot ist Brom, das soll abgespalten werden. Wir wärmen einfach auf. Dadurch entstehen reaktive Zwischenstufen, die nur eins im Sinn haben, zu polymerisieren. Dadurch entsteht was? Ein dreidimensionaler Vorläufer. Wir erwärmen weiter und wir planarisieren. Und wir tun es im realen Raum sichtbar gemacht. Und wenn wir das geschickt machen, können wir Leiterbahn neben Leiterbahn. Das ist die zukünftige Welt der Halbleiter. Jetzt können Sie sagen, ja, das ist eigentlich nur ein Cartoon. Und die Rheinländer gelten ja als nicht immer sehr verlässlich. Kann ich ihm glauben? Sie müssen mir nicht einmal glauben, aber Sie glauben an die Visualisierung. Da ist das Streifenmolekül. 600 Nanometer, locker. Strukturperfekt. Kann kein Physiker. Daran anschließend wird sich natürlich die physikalische Nutzung im Bauelement. Ich muss aber noch sagen, Sie können das noch steigern, weil sich zeigt, dass die Art der Kante einen riesen elektronischen Unterschied macht.
Und können Sie sich noch erinnern, das hatte ich Ihnen als Bottom-up-Methode gezeigt. Es geht wirklich. Und das ist eine besondere Methode der Sichtbarmachung. Das ist ein, sehen Sie hier, diese Breite ist ein Nanometer. Also ein Meter, ein Millimeter, ein Mikrometer, ein Nanometer, immer durch 1000. Und wir sehen es und wir sehen die Perfektion. Und das wird neue Bauelemente geben. Da. Nur das will ich Ihnen zeigen. Die bisherige Technik der Graphene hatte Ausverhältnisse von lumpigen 2, 3, 4. Das ist 10 hoch 5. Das ist die Lösung. Jetzt ist alles bereit. Und es sind ja nicht nur die Feldeffekttransistoren. Es ist zum Beispiel, was ja Herr Grüneis ist kürzlich leider verstorben, es geht zum Beispiel um die Speicherkapazität in Festplatten. Aber vor allen Dingen möchte ich Ihnen einen letzten Gedanken zeigen. Wir brauchen für die Elektronik, ja klar, Halbleiter, da. Aber wir brauchen auch neue Konzepte des Rechnens. Auch davon haben Sie gehört und denken Sie, ja nicht, ich könnte Ihnen das richtig erklären. Aber Sie wissen, dass wir mit Qubits umgehen, wo wir nicht in Form von 0 oder 1 speichern, sondern in Form von Möglichkeiten mit vielen Zwischenzuständen. Dann werden, und das habe ich aus der Literatur entnommen, eine wunderschöne Erklärung, das aber sind wir. Wir nehmen einzelne Zustände, die müssen dann addiert werden, es braucht eine Fehlerkorrektur, aber am Anfang haben Sie das Problem, dass die Zustände durch irgendwelche Störungen außer Phase geraten. Das ist alles vorbei. Sie müssen also Kohärenz herstellen. Und Sie können es nachlesen, wobei ich sagen muss, mein Partner Lapo Bogani in Oxford hat den Hauptanteil. Ihm kommt das Hauptverdienst zu. Wir konnten extrem hohe Kohärenzzeiten erzielen, weil wir die richtigen Graphen-Nanostreifen haben. Aber die Synthese kann mehr. Jetzt schauen Sie sich mal die Honigwabe an. Alles klar? Nein, nicht. 5-Ring, 7-Ring. Auch die Natur ist nicht so perfekt. Das verrückt nur. Da, wo diese Defekte auftreten, da spielt die Musik, etwa bei der Katalyse. Ergo haben wir nun begonnen, auch gezielt die Defekte zu machen. Und das geht. Damit wäre ich, indem ich nochmal darauf hinweise, wir stehen nicht allein da mit unserer Faszination für Sechsecke. Aber ich möchte gerne noch einmal auf, jetzt könnt ihr sagen, was hat es mit Energie zu tun? Alles hat mit Energie zu tun. Ich zeige Ihnen die Bedeutung der Dimensionalität. Können Sie sich erinnern? Wir haben Benzolringe genommen, 6 Ringe in eine Kette eingebaut. Wir haben sie zu einer Scheibe fusioniert. Wir können sie aber auch zu 3D-Strukturen assemblieren. Und die haben bezeichnenderweise Dendros, der Baum, den Namen Dendrimere, baumartige Polymere, dreidimensionale Polymere. Bisher haben wir die nur als Baustein für Scheiben genommen, indem wir Platz schlagen. Jetzt nehmen wir sie in eigenem Recht, das habe ich jetzt nur in die Ebene gemalt, und per Synthese legen wir auf die Oberfläche polare und unpolare Gruppen, wasserfreundliche und wasserunfreundliche. Was passiert? Diese 3D-Nanoteilchen lösen sich in Wasser, aber gehen durch eine Zellmembran. Wenn es nur wasserfreundlich wird, macht es die Membran nervös und hat kein Interesse, in die Zelle hineinzugehen, in die biologische Zelle. Aber wir nehmen zwei Mittelwerte aus einer
wasserfreundlichen und wasserunfreundlichen Situation. Und alle Solvatstrukturen kommen durcheinander und sind frustriert. Was wir finden, ist im heiligen Gral der Aufnahme von Teilchen. Sie wissen, unser Gehirn ist sehr effizient gegen den Zustrom von fremden Stoffen geschützt, aber wenn Sie halt Parkinson behandeln wollen, müssen Sie eine polare Gruppe, etwa Dopamin, durchkriegen. Diese Dendrimere sind nicht nur zellgängig, sie haben auch Lücken innen, um ein Cargo, ein zu transportierendes Gut mitzunehmen. Das geht. Aber die Chemie kann noch mehr und ich gehe noch einen Schritt weiter. Wir nehmen diese Dendrimere und machen Gentransfektion. Wie geht das? Nun, Sie haben sicherlich einmal von Gentherapie gehört, dass wir eine fremde DNA in einen Kern einschleusen. Das Problem ist, eine DNA ist was? Ein Salz. Das geht nicht freiwillig durch eine Zellwand. Außer wir hätten denn ein Vehikel. Man sagt auch ein Vektor. Viren zum Beispiel sind geeignet. Und in klinischer Testung sind sogenannte Adenoviren. Die gewinnt man hier aus dem Rachenbereich. Das Problem ist nur, Adenoviren gehen nicht in Krebs und nicht in Stammzellen. Das ist Mist. Wir können durch Wechselwirkung der Adenoviren mit den dreidimensionalen polar-unpolaren, das wären solche 3D-Strukturen, und Sie sehen die Aufnahme, das kann man hier optisch verfolgen, wir können die Viren überreden, in die Zellen hineinzugehen und damit die fremde DNA mit einzuschleusen. Jetzt bin ich kein Virologe und kein Zellbiologe, aber das sage ich Ihnen. Dies ist ein neues Konzept der Zellaufnahme, von dem wir uns sehr viel erwarten. Das wäre nun das Wichtigste. Ich bin, was soll ich sagen, der Clown, der über das Zeug erzählt. Aber die Arbeit, die oft schwere Arbeit, Forschung ist etwas immer gerade zu schwer für Sie. Und dann finden Sie ein bisschen und es wird wieder erträglich. Natürlich, Sie wissen, in Mainz hat die Fasnacht eine besondere Bedeutung. Das soll auch so sein. Ich kann ja sagen, wenn es nichts zu feiern gibt, arbeiten Sie manchmal sehr, sehr hart. Und das soll auch hier anerkannt sein. Und wenn ich Dank ausspreche, wollte ich nochmal an die Stifterfamilie Greve denken. Ich wollte an Professor Kreuzer, an Herrn Professor Joos. Ich wollte auch die Damen aus der Geschäftsstelle seit 5 Uhr hier und gucke, ob die Stühle richtig stehen. Die sollen in meinen Dank eingeschlossen sein. Und Sie, Sie sitzen da ruhig, schwitzen nicht so wie ich, aber trotzdem danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.